Einen wunderschönen guten Morgen zusammen mit Blick aufs Wasser hier. Die Nacht war herrlich, hatten 1 Grad, aber dank der Heizung war es im Bulli dann doch sehr schön. Ich habe gut geschlafen, der Platz ist absolut ruhig, selbst in den Morgenstunden noch. Man hört hier nichts von dem Industriegebiet, also kann ich echt empfehlen. Naja, heute soll es in die Richtung gehen, wo es gerade da hinten so duster ist. Und mal schauen, was da so kommt. Wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Ansonsten kann ich nur sagen, es ist sehr frisch hier im Wind. Man erkennt es, glaube ich, am Wasser auch so ein bisschen, wie der Wind hier ist. Und ja, erstmal warm trampeln wieder. Hier ist jetzt auf dem Weg so ein Messstab für die verschiedenen Hochwasserpegel. Und das ist schon nicht schlecht, wenn man überlegt, dass der da 7,30 Meter über normal Null ist. Das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, ich stehe jetzt hier vor dem Deich und 7,30 Meter, wenn man sich überlegt, dass das Wasser auf der Höhe hier rüber peitscht, schon nicht schlecht. Hier ist natürlich auch ein toller Stellplatz, sogar ab der Durchfahrt dort vorne extra für Wohnmobile und Wohnwagen. Und man steht direkt hier am Wasser. Also das könnte ich mir für den Sommer auch durchaus vorstellen. Es gibt ja auch etliche Plätze noch, wo man umsonst parken kann. Aber von der Lage her ist der hier natürlich super. Selbst bei dem Wetter. Aber da bevorzuge ich jetzt den Platz mit Strom, Dusche und WC. Ist halt angenehmer. Also man kann hier gefühlt noch ewig am Deich herfahren, aber der Wind ist so eisig. Ich habe schon Handschuhe angezogen mittlerweile. Aber das geht durch bis auf der Haut auf jeden Fall. Und deswegen werde ich jetzt mal vom Deich runterfahren und mir das da ein bisschen anschauen. Jetzt geht's rein zum Rundweg Banther See. Ob ich den ganzen Rundweg fahre, weiß ich selber nicht. Wird es gleich ergeben. Aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen hier rein. Ja, diese wasserreichen Gegenden, das hat schon was. Auch hier so ein ehemaliger Bunker noch zu sehen auf der Seite. Aber so wie das momentan hier aussieht, wird das alles abgerissen, um so wie dort neue Wohn- oder Hotelmöglichkeiten zu erschaffen. Ich persönlich finde ja auch solche Details immer sehr schön. Wie hier die Rückenlehne der Bank, da spiegelt sich ja diese Kaiser-Wilhelm-Brücke drinne wieder, falls ihr das so nicht erkannt hättet. Hier am Gelände der Wilhelmshavener Kanufreunde haben sie hier so ein Kanu an die Seite gestellt als Deko mit den Gartenzwergen drinne. Ist witzig, wenn man hier um eine Kurve kommt und das so sieht. Ansonsten bin ich immer noch auf diesem Rundweg. Und der See ist wohl dafür bekannt, dass der im Sommer sehr viele Blaualgen hat. Und wir wissen alle, Blaualgen nicht gut, Hautreizungen und können dadurch hervorgerufen werden. Also wenn hier einer zum Schwimmen mal hinkommt, dran denken. Ansonsten schönes Fleckchen Erde. Ich finde, von hier hat man nochmal so einen schönen Blick über den See. Und auch mit den einzelnen Unterkünften, sage ich mal. Da ist vom gemauerten kleinen Haus über Bauwagen, Holzhütte, Luxuswohnmobil, also da steht alles. Es ist jetzt schon der zweite oder dritte von diesen kleinen Sportfliegern. Und die gehen alle da hinten irgendwo runter. Ich denke immer mal, dass hier irgendwo so ein kleiner Flugplatz ist. Die Radwege hier am See oder Wanderwege, der Rundweg, ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung, sind so ein bisschen wechselhaft. Teilweise sind sie schon neu gemacht, Leute sind auch am Arbeiten hier.
Aber so im Großen und Ganzen hat man hier von allen Beschaffenheiten etwas. Auch rundum ist sehr abwechslungsreich. Teilweise nur Natur, dann diese Schrebergärtenanlagen. Dann kommt mal ein ganzes Stück Industriegebiet mit Hauptstraße. Und dann so die einzelnen Flächen von dem Wassersportverein. Von schön über schräg bis skurril alles dabei. Jetzt bin ich doch einmal ganz rum um diesen Wantersee und muss sagen, ist ganz nett. Sind so ungefähr 8 Kilometer gewesen. Aber jetzt schauen wir mal weiter, was hier noch kommt. Jetzt direkt vor mir ist die Deichbrücke. Die werde ich jetzt auch überqueren. Die habt ihr in dem letzten Video wahrscheinlich von der Seite her schon einmal gesehen. Aber da wusste ich noch nicht, dass sie Deichbrücke heißt. Jetzt bin ich hier nochmal im oder am Watt. Und hier liegen ganz viele von diesen großen Muscheln oder relativ groß. Oh, wenn es jetzt 25 Grad mehr wären, wäre es hier richtig schön. Aber leider fängt es schon wieder an zu nieseln. Wir haben auch für den Rest des Tages laut diesem Regenradar, wo ich gerade nachgeschaut habe, Regen angesagt. Für die nächsten 4 bis 5 Stunden. Das heißt, ja, so circa bis 17 Uhr. Ich werde jetzt erstmal in den Bulli wieder rein, mir Mittagessen machen. Ich bin nämlich schon fast 4 Stunden wieder unterwegs. Und ja, das Warme wird erstmal ganz gut tun. Das Video ist hiermit wahrscheinlich wieder beendet. Daher mit Blick aufs Watt wünsche ich euch noch was und hoffe, es hat euch gefallen. Euer Markus.